Hallo allerseits da draußen. Ich bin live zusammen mit der großartigen Melanie. Ich liebe deinen Nachnamen, Asani. Und wie ihr vielleicht mitbekommt, wir haben ein bisschen weiterhin technische Probleme, mit denen kämpfe ich ja schon eine Weile. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass wir ständig jetzt auf Facebook alle online sind oder sonst etwas. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir hatten vorhin ein paar Tonprobleme mit Melanie. Sagt uns doch bitte einfach mal Bescheid, ob ihr Probleme habt. Ich sehe, einige von euch sind schon online und ja, es ist gerade wieder ruckelig, stelle ich fest. Was ist das? Also im schlimmsten Fall müssen wir es einfach verschieben, ne, wenn das jetzt so bleibt. Ja, ich versuche immer noch, das herauszufinden. Wir kriegen aber schon ganz viele Likes und Herzchen. Und Ja, wir weil probieren dann das keine jetzt Brille einfach mal. mehr. Melanie, ich war ja mit dir schon, ich glaube im April oder so waren wir online, ne? Kann das sein? Stimmt, Weißt da du? war gerade der Lockdown, ne, der erste Lockdown. Genau, wir waren im ersten Lockdown online und haben damals über die Zeiten von Corona und Kartenlegen gesprochen. Du hast deine Weisheiten mit uns geteilt und einen kleinen Vortrag eigentlich gehalten. Und heute wollen wir uns ja ein bisschen unterhalten über Hören und Sehen. Gut, schreibt die Monika, das ist ja schon mal gut. Heute wollen wir uns unterhalten über das Hört Thema. nicht gut, aber ob sie nicht gut hört, müssen wir dann mal gucken. Ich habe dich jetzt tatsächlich nicht verstanden. Ja, kann heiter werden. Wir wollten uns ja auch mit dem Thema Channeling beschäftigen. Ja, ich glaube, wir müssen unsere Channel erstmal nochmal putzen, ne? Kann das sein? Nein, also wir wollten uns heute über Intuition unterhalten und über das Thema Channeling. Wir Du machen wolltest das, ja, und ich habe mich dazu breitschlagen lassen, ganz weil eigentlich ist genau. das so ein Thema, über das ich nicht so gerne öffentlich rede. Warum eigentlich nicht? Aber ich bin gespannt, welche Fragen du mir stellst und was bei dem Ganzen rumkommt. Okay, also Vielleicht auch meine erste okay. Frage ist natürlich, warum redest du darüber nicht gerne öffentlich? Ja, die Gründe nenne, die sind eigentlich auch privat. Ja, also. Gerade bei dem Thema, also bei mir ist es ja so, dass die Intuition sehr stark ausgeprägt ist in Form von Hellhören. Und Hellhören ist ja auch so etwas wie Stimmen hören. Aber es ist natürlich nicht das Stimmen hören eines Geisteskranken, sondern es sind einfach wirklich Informationen der, ja, wie soll ich das sagen? Hört sich komisch an, aber ja, es sind Informationen der Weisheit, Liebe, die wirklich auch schon jahrelang, jahrzehntelang eigentlich in meine Beratung mit einfließen, die mir selber auch im Leben total weiterhelfen. Also wie ein Kompass eigentlich auch sind für mich. Und ja, gerade weil es so mit dem Stimmen hören, ich meine, andere Medien sehen Bilder oder andere Medien haben Empfindungen oder sie wissen einfach etwas, das kann man dann gar nicht irgendwie an etwas festmachen. Ich rede da eigentlich nicht so gern öffentlich drüber, aber die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht durchgeknallt bin oder ein bisschen vielleicht schon, aber die wissen, wie das bei mir zu nehmen ist und ja, Okay. also. Also dir ist es nicht peinlich, aber du möchtest eigentlich nicht so gerne, dass Menschen Naja, das das ist Gefühl auch haben, so. dass du dein Wissen nicht aus den Karten alleine nimmst. Verstehe ich das richtig? Vielleicht auch das, wobei das meiste nehme ich schon aus den Karten. Und das Channeln, also ich mache das ja auch nicht jedes Mal. Das ist bei mir jetzt nicht so, dass ich das immer so genau steuern kann. Es kommt halt immer dann, wenn es wichtig ist. Und ja, und da ist es halt eben so, dass es nur das Ganze abrundet. Im Grunde mach ich das meiste schon mit den Karten, aber ja, so der letzte Schliff wird dann oft noch dadurch verliehen. Und ja, der andere Grund ist einfach, wenn man sowas, also von meinen Freunden weiß ich das einfach, ne, weil die das halt natürlich auch. Die kennen mich ja schon lange und wissen auch, dass es bei mir so ist. Und kommt immer so, ja, hast doch bestimmt jetzt irgendwas gehört oder du weißt doch noch irgendwas, was du mir verschweigst oder so, ne? Und so dieser Anspruch darauf, den kann ich halt nicht geben. Also das ist mal so. Und ich will es auch nicht immer so haben. Ne? Wenn ich die Fragen so beantworten kann, dann ist das auch gut. Und ja, man wird da vielleicht auch schnell in so eine komische Ecke gestellt. Deswegen für mich selber ist es eigentlich total selbstverständlich. Und die Leute, die mich kennen, ja, die ist das auch ganz normal eigentlich.
Okay, also ich glaube, wir haben uns warm geredet. Der Ton scheint gut zu sein. Super. Genau, ich kenne ja deine Bedenken diesbezüglich. Wir gehen ja auch schon einen längeren Weg, auch wenn wir uns nicht mehr so oft sehen, wie wir das früher getan haben oder so oft sprechen, wie wir das früher getan haben. Aber ich weiß so, als der Tarot e.V. in seiner Gründungsphase war, ich würde so sagen, tatsächlich so vor 10 Jahren, noch zu Zeiten auch als Hajo lebte, da hast du dich schon mit diesem Thema beschäftigt, also mit dem Thema Channeling. Wir bleiben noch mal kurz bei der Intuition. Und hat es damals schon Bedenken, dass das auch gerade von anderen Kartenlegern nicht so akzeptiert werden könnte. Damals, und das ist jetzt 10 Jahre her, ritten alle auf der Welle des psychologischen Tarots. Und ich glaube aber, dass sich in den 10 Jahren ganz viel getan hat und ich glaube, psychologisches Tarot gar nicht mehr so wahnsinnig in ist, wie das vor 10 Jahren war. Und die Leute halt alle wesentlich mehr auf Intuition setzen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die meisten Kartenberater tatsächlich auch gelernt haben, besser Karten zu legen, als sie das vor 10 Jahren konnten und gemerkt haben, dass, also da schließe ich mich ein, dass man automatisch, wenn man viel Karten legt, die Intuition Sprünge macht, mit denen man nicht rechnet. Und alles, was du beschreibst jetzt, wie es beim Kartenlegen vor sich geht, gut, ich habe jetzt keine Kobolde auf der Schulter, aber ich kann Ich auch trotzdem. nicht. Ich auch nicht mit meinem Rücken. Ja, meine Schulter ist nicht Das war ein Insider. recht. Nein, ich muss auch sagen, dass wenn ich jetzt ein Kartenbild sehe, bei mir sofort ein Film abspult, der jetzt gar nicht unbedingt was mit den Karten zu tun hat, die ich da sehe. Und ich nehme ganz anders was wahr, als ich das früher wahrgenommen habe. Aber es Gleichzeitig, war früher auch schon hier so, ne, oder? ja, aber nicht so stark. Und gleichzeitig finde ich das total in Ordnung, dass das ist. Das ist ja toll. Bloß, was wir lernen müssen, gerade auch wenn wir uns den Regeln des Tarotverbandes verschreiben, ist natürlich, das zu trennen, die Informationen von dem, was wir im Kartenbild sehen, und den Leuten das auch nicht unbedingt so auf die Nase zu binden, wie das manche Hellseher und Wahrsager tun. So würde ich das vielleicht sehen. Oder? Ja, oder war jetzt sehr viel, worauf ich antworten könnte. Also einmal, Los! die meisten. Erstmal wollte ich anmerken, dass ich damals schon eine Vorreiterin war. Und es war mir von Anfang an klar, da ich mich seit meiner Kindheit mit dem Thema beschäftige und nicht erst seit 10 Jahren, also zwangsläufig mit beschäftigt habe, das war bei mir eigentlich schon immer untrennbar mit dem Kartenlegen verbunden. Deswegen hatte ich vielleicht auch dann diese Probleme, dass man das dann so trennen sollte, ne? Oder dann halt diese psychologische Schiene des Tarot. Das war für mich immer relativ langweilig. Das kann jeder für mich. Also ich will es nicht runtermachen, aber das ist nicht die hohe Kunst. Die hohe Kunst ist im Prinzip natürlich sehr viel Wissen über die Karten zu besitzen und über die Symbolik, über die Zahlenbedeutung, über alles, was es da so gibt. Und da wollte ich auch noch anmerken, also es kann ja jeder Mensch Kartenlegen erlernen, jeder kann das. Ne? Also jeder Mensch, der imstande ist, Bilder zu sehen und zu beschreiben, was da drauf ist und auch sich ein paar Begriffe zu merken, der kann Kartenlegen deuten lernen. Karten deuten lernen. Aber das nennt man die formale Deutung der Karten. Also die formale Deutung der Karten ist auch das, was man ganz zu Beginn macht, wenn man mit dem Kartenlegen anfängt. Auch ich habe so angefangen, das habe ich ja im letzten Video schon erzählt, dass ich mich wirklich mit einem Buch hingesetzt habe. Und dann haben mir meine Freunde Fragen gestellt und ich habe einfach vorgelesen, was da halt eben im Buch steht. Ja, das hatte gar nichts mit Intuition zu tun, sondern einfach nur damit der Bedeutung der Karten und Begriffen, die man auch auswendig lernen kann. Und das kann, wie gesagt, jeder. Aber ich würde mal behaupten, dass die besten Kartenleger und Kartenlegerinnen sind, die eben noch andere Ebenen mit einfließen lassen. Und ja, unter anderem sind es eben die medialen Fähigkeiten, die jeder Mensch übrigens auch hat, also auch eine Intuition hat eigentlich jeder Mensch, nur nicht jeder Mensch hört darauf. Und ja, und das halt eben zu kombinieren, die formale Deutung der Karten und das intuitive Wissen, was auch noch kommt. Was du jetzt eben beschrieben hast von dir, das sagt mir über dich, dass du sehr wahrscheinlich, also du hast es mir auch noch nie so deutlich gesagt wie heute, aber dass dein Kanal sehr viel mit Sehen zu tun hat, also mit Hellsehen. Das heißt, du siehst Filme oder du siehst Bilder, die mit den Karten nichts zu tun haben. Und wie gesagt, bei mir ist es so, ich höre Worte oder ich höre auch manchmal Lieder mit einer bestimmten Bedeutung oder bei mir geht es sehr über die Kommunikation, also über das Verbale.
und über das Hören. Da ich auch übrigens ein sehr musikalischer Mensch bin und musikalische Menschen oder Menschen, die viel andere Menschen beraten, die selber sehr kommunikativ sind, die haben oft die Fähigkeit des Hellhörens, ja. Und kann ich auch nachher noch mal was zu sagen, ne? Weil das ist etwas, was vielen Menschen oft Angst macht, weil da sowas Konkretes ist, ne? So eine Stimme, die dich warnt, oder da wird plötzlich irgendwie was da reingequasselt, während du jemanden berätst oder so. Also das ist schon auch komisch. Und wenn man das nicht kennt, oder ja, dann kann es einem auch Angst machen, genauso wie die Bilder, die du siehst. Das kann auch schon mal Angst machen, ja. Oder man möchte es auch gar nicht immer so genau wissen. Ja? Das ist auch so das Tatsächlich Ding. muss ich mich da korrigieren. Ich sehe keine Bilder. Das war jetzt mehr bildlich gesprochen, sondern ich höre auch nicht wirklich. Ich spüre. Also du weißt dann einfach. Ja, es hat was von, mir fallen dann Worte ein, die ich nie in meinem Vokabular benutze normalerweise, die ich dann sage. Oder aber ich habe mir fallen sehr oft Filme ein und dann rede ich über diese Filme, weil ich ja so wahnsinnig viele Filme gucke, ne? Aber deswegen, also ich sehe nicht die Verstehe. Filme, aber sie fallen mir ein. Und dann beschreibe ich die Charaktere, die mir dann einfallen. Und das hat oft was mit den Personen zu tun. Es schauen jetzt ja schon einige Leute zu. Mich würde mal interessieren, wenn ihr Zeit habt, kommentiert doch mal, ob ihr auch solche Erfahrungen habt beim Kartenlegen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch so ist. Und währenddessen frage ich Melanie jetzt mal Intuition. Wie beschreibst du denn jetzt eigentlich Intuition? Ja, wie würde ich Intuition beschreiben? Also Intuition, also ich sage es mal, Intuition beim Kartenlegen hat für mich auch übrigens sehr viel mit Menschenkenntnis zu tun und also einfach mit den Erfahrungen auch. Das ist auch ein Erfahrungswissen, hört sich komisch an, aber das ist einfach nicht nur vom Kopf, sondern auch emotionale Erfahrungen, die man mit Menschen gemacht hat oder bei Legungen zum Beispiel auch, was Menschen erzählt haben zu den Karten. Das ist bei mir alles abgespeichert in so einem Riesenspeicher über die 20 oder 22 Jahre, die ich das jetzt mache. Und dann intuitiv, also ganz spontan auch das rauszugreifen in dem Moment, was dann für diesen Menschen, der vor mir sitzt, passt. Das ist dann auch die Intuition. Also so gesehen auch, ja, es ist schon auch sehr nach Gefühl dann zu gehen. Ne? Intuition landläufig wissen wir, dass das auch mit Bauchgefühl zu tun hat. Ja, also nicht mit dem rationalen Denken, sondern auch mit dem Bauchgefühl und mit spontanen Eingebungen. Und intuitiv das Richtige tun oder unsere Kinder heutzutage bedienen intuitiv die neuen Technologien. Also man weiß einfach, wie das geht oder man weiß einfach etwas, ohne dass man es manchmal rational begründen kann. Und bei manchen Menschen ist das einfach sehr stark ausgeprägt und bei manchen weniger. Und die einen hören auch vielleicht drauf, die anderen auch weniger. Ist immer so eine Typsache, ne? Aber im Grunde bringen wir das alle mit. Also wir werden damit geboren. Also ich Wir denke, verlernen, wir reflektieren das gar nicht. Also ich habe das privat für mich trainiert. Also ich bin in meiner Kindheit sehr gefördert worden in dieser Hinsicht, aber die meisten Menschen lernen das einfach nicht. Die verlernen das auch wieder. Und ja, in der Schule wird vor allem ja sag ich mal, das Wissen und die Wissenschaft wird da gefördert und eben nicht so diese emotionale Intelligenz, die damit ja zu tun hat. Ne? inwiefern bist du da Ja. gefördert worden? Ja, also erstmals meine Familie sowieso, ich bin in einer sehr spirituellen Familie aufgewachsen, in einer sehr gläubigen Familie auch. Also meine eine Oma, vor allem ein sehr gläubiger Mensch, aber auf der anderen Seite hatte sie auch einen sehr starken Draht zur jenseitigen Welt, könnte man sagen. Sie hat ja drei Ehemänner verloren und da bleibt das, glaube ich, nicht aus. Ja, und mein Vater ist auch, ich habe sehr junge Eltern und gerade mein Vater, der war sehr stark während meiner Kindheit auf einer spirituellen Reise und hat viele Sachen ausprobiert und ich habe dadurch natürlich sehr viele Dinge auch mitbekommen. Ich habe schon im Alter von 8 Jahren auch Bücher zu dem Thema gelesen, Leben nach dem Tod oder Kontakt mit Verstorbenen und sowas. Ne? Das war für mich ganz normal. Und als meine Eltern dann gemerkt haben, und mein Vater vor allem gemerkt hat, dass ich da auch vielleicht eine Begabung oder sowas habe, da hat er das nicht. Ich sag mal so, hat was anderes gemacht als die meisten. Die meisten hätten es wahrscheinlich im Keim erstickt und hätten gesagt, du spinnst. Und er hat das immer irgendwie auch gefördert oder hat dann halt eben auch gesagt, ja, vertrau da drauf. Das ist ganz toll, dass du es hast. Und ja, also so war das eben bei mir. Ne? Und dann gab es auch mal eine Phase, wo ich ziemlich wenig darauf gehört habe oder mich sehr wenig damit beschäftigt habe, also gerade in der Pubertät.
habe ich das, war das so ein bisschen begraben und dann kam das aber irgendwann wieder. Dann ist es eigentlich auch geblieben. Also gerade mit dem Kartenlesen. Ich habe 1996 mit Astrologie angefangen und dann halt eben 1998 mit dem Kartenlesen und 97 mit dem Kartenlesen. Da ist das total stark geworden dann. Ja, cool. Also da hast du echt Glück gehabt, weil es gibt ja tatsächlich wenig Menschen, auch unserer Generation, die da diese Erfahrung gemacht haben. Ne? Da, die meisten haben da schon eher einen Deckel drauf bekommen. Ich wollte nochmal sagen, also Intuition finde ich sehr gut, wie du das beschrieben hast. Ich würde es vielleicht jetzt nicht, das hast du aber auch, glaube ich, nicht gesagt, mit Bauchgefühl gleichsetzen, weil ich finde, Intuition ist eine, ich Es ist denke da mehr. immer an die drei Schwerter. Also die Verbindung von Herz und Verstand, aus der was erwächst, ja, das ist für mich Intuition. Das hat, also es geht nicht nur über den Bauch, nicht über den Kopf, sondern was Also, anderes. das ist gut, dass du es nochmal sagst, weil Ja. es bedeutet nicht, dass ich würde nicht einfach das, was aus meiner Intuition jetzt aufsteigt, einfach jemandem sagen oder so, ne? Selbst wenn da irgendwie, also es wird immer bei mir gefiltert und ich bin ja auch ein sehr verstandesbetonter Mensch. Und das arbeitet bei mir auf jeden Fall zusammen. Und es ist sogar manchmal so, dass ich dann irgendwie so erstmal der Intuition den Vogel zeige oder so, oder so einen Kopf schüttel und denke so, was ist das jetzt schon wieder? Oder was wird denn da jetzt schon wieder gesagt? Das kann doch nicht sein. Und aber ich habe trotzdem auch gelernt, natürlich darauf zu vertrauen. Und ich weiß, wann es wichtig ist für mich. Also man kann das, man muss es halt auch unterscheiden lernen. Also gerade beim Hellhören ist es sehr wichtig, dass man hier auch auseinanderhält, ist es jetzt eine, ist die Quelle das niedere Selbst oder das höhere Selbst? Also ist es wirklich. Kommt es aus der Liebe, kommt es, ja, ich sag mal, kommt es aus der Liebe und kommt es auch aus einer Absicht heraus, die den Menschen auf seinem Entwicklungsweg weiterbringt, also mich oder auch andere Menschen, also die förderlich ist, oder ist es etwas, was den Menschen runterzieht und was auch sehr viel negative Energie, sag ich mal, beinhaltet, ne? Und eigentlich mehr dazu beiträgt, dass den Menschen alten Mustern verharrt, ne? Also, Ist das dann aber es schon, lernt man, alles entschuldige, lernen. ist das dann schon, ist das noch Intuition oder ist das dann schon Channeling, was du jetzt gerade beschreibst? Ja, das ist so die Frage. Also ich habe mich ja gar nicht so viel, also so viel theoretisch habe ich mich dann wiederum auch nicht damit beschäftigt, sondern das ist einfach so ein Teil von meinem Leben und ich kann das gar nicht immer so einordnen. Aber das stimmt, das ist, die Übergänge sind fließend, ne? Man kann es gar nicht so direkt unterscheiden. Und ich würde ganz klar sagen, also wenn jetzt beispielsweise, also gerade beim Channeln, also viele Leute, die Channels sind, die hören ja wirklich Sachen, also die hören einfach Botschaften. Und dann ist auch noch die Frage, woher kommen die überhaupt? Das wollte Also ich wer dich ist gerade das? fragen. Ja. Ich kann dir auch keine endgültige Antwort darauf geben. Das weiß ich nicht. Ich kann nur mittlerweile unterscheiden, also zwischen gut und böse und zwischen hilfreich und vertrauenswürdig und welche vielleicht auch nicht so vertrauenswürdig sind. Aber wenn man jetzt von der Theorie ausgeht, dann sagt man halt eben, dass also Channel sind ja Menschen, die sich als Kanal zur Verfügung stellen. Für, sage ich mal, feinstoffliche Wesen, oder für feinstoffliche Energien und feinstoffliche Energien, also das können Verstorbene sein, das können sowas wie Schutzengel oder Engelwesen sein, das können auch Spirit Guides sein, das habe ich jetzt vergessen, ja, oder es kann auch das eigene höhere Selbst sein, also jeder Mensch hat auch Anteile in sich, also genau wie das Unbewusste oder auch eine Art höhere Weisheit, also jeder Mensch hat das auch. Und ist auch die Frage, was ist das eigentlich genau? Also ist das eigentlich dann noch, ist das von den Menschen selber, ist das was Individuelles oder ist es schon ein kollektives Wissen, das angezapft wird? Also kann ich dir keine endgültigen Antworten drauf geben. Also manchmal habe ich das Gefühl, es gehört nicht mehr zu mir, es ist so weise und so toll. Das kann nicht ich sein. Und es ist aber auch so, dass man als Channel natürlich auch. Wenn man das möchte und wenn vor allem die andere Person das erlaubt, man kann natürlich auch Gedanken oder Gefühle von anderen Menschen wahrnehmen. Es ist gar nicht mal unbedingt so spektakulär, dass es immer irgendwelche so feinstofflichen Wesen sind. Ne? Also zum Beispiel ist es ganz wichtig, also wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen und sie erzählen mir von einem Problem oder Thema oder sie beschreiben etwas, dann höre ich zwar das, was die Menschen sagen, aber ich höre halt auch das, was noch mitschwingt und was sie mir nicht sagen. Und ja, das ist halt das, was das Hellhören noch ausmacht, weil das, was die Menschen sagen, das kann jeder hören, aber das, was auch noch dahinter verborgen ist, ist eigentlich das Spannende auch und das, was dann, wenn ich das kann, dann kann ich den Menschen auch wirklich weiterhelfen. Ja, wobei das auch einem die Karten eigentlich verraten, normalerweise, Ja, ne? das stimmt, natürlich. Also rein theoretisch braucht man es nicht, aber wenn es da ist, ist es
Also das sind oft die Sätze, wenn ich die sage zu einem Menschen, Mm. oder dann ist der Mensch wirklich berührt. Das ist eher wie eine Hilfestellung für mich, dass ich dann vielleicht mit den Karten das nicht so auf den Punkt gebracht habe. Oder ja, wie ich das auch gesagt habe, das ist wie eine Abrundung, ne? Oder wie nochmal eine Ermutigung für mich auch, ja. Aber du kannst auch ruhig noch das jetzt sagen, oder. Ich habe Was auch gerade entspannt ist, was ja die meisten Menschen interessiert, gerade die Leute, die mit den Karten legen, anfangen wir auch andere Menschen. Also wie kann ich eigentlich Zugang zu meiner Intuition finden? Ne? Das ist ja immer die Frage, die meine Schüler mir auch stellen. Und natürlich ist eine gute Voraussetzung, wenn ich selber ein sehr sensitiver Mensch bin. Also wenn ich schon eine hohe Sensitivität mitbringe. Ne? Also wenn ich einfach auch vielleicht viel mehr auf Details achte als andere Menschen oder auch viel wahrnehmungsfähiger bin oder viel aufmerksamer bin. Aber ganz wichtig finde ich immer, dass man auch entspannt ist, weil bei mir ist es so, dass die besten Eingebungen eigentlich kommen, wenn ich spüle, Wäsche aufhänge, im Bett liege und kurz vorm Einschlafen bin. Ja gut, also das ist jetzt in der Beratung nicht so. In der Beratung ist es auch so. Bei der Beratung ist es so, dass ich mich, egal wie unruhig ich bin, und ich bin ja ein sehr unruhiger Mensch eigentlich, wenn ich mich dann an meinen Tisch setze und wenn ich meine Karten mische und so tiefer atme, dann kommt diese Entspannung auf. Und da sagen auch viele Menschen zu mir, du bist dann total anders, wenn du da sitzt und die Karten legst. Und diese Entspannung ist eigentlich das A und O. Also nur durch diese Entspannung kann eigentlich auch diese Empfänglichkeit kommen, sag ich mal. Ja. Ja, und das ist auch ganz wichtig. Also einmal die Sensitivität ist wichtig, dann Entspannung ist wirklich wichtig. Und wenn ich gerade am Anfang bin mit meiner Reise des Kartenlegens, zum Beispiel, dann kann ich auch nur jedem empfehlen, vielleicht auch spezielle Entspannungsmethoden zu lernen. Ja, und das wird es auf jeden Fall verstärken, die Intuition. Und ja, und was dann auch wichtig ist bei der Intuition, dass man lernt, der Intuition zu vertrauen. Das ist gar nicht immer so leicht, weil der Verstand, auch bei mir, ne, der Verstand, der schaltet es immer direkt ein und sagt, das ist alles Quatsch, das kann nicht sein. Und es ist ganz wichtig, darauf zu hören. Und oft ist es so, dass natürlich, dass vielleicht viele Menschen, wenn sie nur die Situation so, wie sie ist, sehen, also ohne die Hintergründe zu kennen, weil sie eben nicht diese besonderen Fähigkeiten haben, die werden dann sagen, ja, was hast du denn überhaupt? Ist doch eigentlich alles in Ordnung, als ein Beispiel. Aber du spürst, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann ist es ganz wichtig, auch darauf zu vertrauen. Das ist dann wiederum so, je länger man sich damit beschäftigt, mit der Intuition, desto mehr Erfahrungswerte sammelt man und kann dann eben auch auf diese vertrauen. Und da kann ich nur jeden Menschen, sage ich mal, ermutigen, auch die, die nicht Karten legen, das zu machen. Ne? Und gerade in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir jetzt sind, kann es überhaupt nicht schaden, sich wieder mehr mit seiner Intuition zu verbinden. Bei vielen Leuten passiert das ja erstmal auch nur über Träume, ne? Oder über so ganz kleine Zeichen. Ne? Und dann wird das nachher stärker. Dann kann man es auch schon noch in anderen Situationen zuverlässiger abrufen. Aber vielleicht auch nochmal mehr auf Träume zu achten oder auf so kleine Zeichen, die passieren. Ja, ach ja, und was ich auch mir notiert hatte, war, Wenn, also sag gerade mir bei den dann, Karten. wenn du mal einen Punkt machst, dann würde ich da auch wieder was sagen, aber bitte führe das jetzt erstmal zu Ende. Nee, beim Kartenlegen, was da auch noch ganz gut ist, ist auch eine ausgeprägte Fantasie. Also Intuition oder ich sag mal, das Ganze intuitiv hat auch hier mit Fantasievorstellungen zu tun, die man aber dann natürlich unterscheiden muss. Was ist jetzt wirklich das, was stimmt und was ist jetzt nur meine Fantasie? Aber eine ausgeprägte Fantasie kann auch helfen, also wenn man da mal so freien Lauf lässt, auch wieder einen Zugang zur Intuition zu finden. So, jetzt darfst du reden, Kirsten. Entschuldigung. Nein, es ist alles in Ordnung. Du bist ja hier mein Special Guest, die reden soll. Aber ich wollte nur mal kurz einwerfen, weil ein paar Leute haben was kommentiert. Dafür muss ich meine Brille aufsetzen und kann das dann vorlesen. Und zwar schreibt die Petra, dass sie das auch kennt mit der Intuition. Und manchmal hat sie das Gefühl, als flüstert mir etwas ein. Anfangs war ich mir unsicher und dann habe ich gelernt, das mit einzubinden und meinen Gegenüber zu fragen, kann es sein, dass? Na, das ist ja schon mal Genau, zu machen. ist eine gute Herangehensweise, finde ich auch. Und Monika hat geschrieben, dass sie ähnlich wie bei, dass es ähnlich wie bei mir ist. Mir kommen die Worte, ohne viel Gedanken zu machen, und ich halte mich schon an die Karten natürlich. Und ja, da frage ich mich gerade, wenn Monika das jetzt so schreibt, hält man sich an die Karten oder hält man sich an die Intuition? Ja, es ist vielleicht beides. Also das muss man das so voneinander trennen. Ich Also überlege das weil gerade.
Also ich überlege mir jetzt gerade, ich habe ein Deck, ja, und ich habe am Ende eine Karte, von der ich denke, aber in mir drin ist ein ganz anderes Gefühl, nämlich ein sehr positives. Halte ich mich dann daran, was ich spüre? Oder teile ich die Nachricht mit, die ich da gerade so finde, vom Kartenbild her, die mir gar nicht gefällt? Also es tut mir sehr leid, aber ich, auch wenn ich jetzt gegen die Regeln des Tarotverbandes verstoße, ich kann das nicht immer so klar trennen. Und ich verlasse mich dann am Ende doch mehr auf die Intuition. Also wobei ich versuche, beides zu beachten. Und manchmal ist es dann so, dass diese intuitive Eingebung das dann vielleicht ein bisschen entschärft, dass man es, wenn man es nur aus dem Buch jetzt vorlesen würde, was bedeutet die Karte, dann ist es irgendwie wirklich vielleicht etwas angsteinflößendes, so habe ich dich jetzt verstanden, aber man muss auch immer den Kontext der ganzen Karten sehen und das heißt natürlich kein Buch. Und das machst du meistens mit der Intuition, dieses Verbinden von den Bildern. Und dann weißt du einfach, okay, normalerweise, das sage ich aber auch, das sage ich dann schon auch in der Beratung. Also normalerweise bedeutet jetzt die Karte, ich habe jetzt kein Beispiel, was mir spontan einfällt. Neulich war so eine Situation. Ja, ist vielleicht ein bisschen beunruhigend, das hat die Person auch gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, aber schau mal, diese und diese Karten, die liegen drumherum. Oder das Gesamtbild, die Quintessenz ist auch eine ganz andere. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass das jetzt irgendwie in so eine ganz schwierige Richtung für dich geht, sondern eher, dass es, egal was passiert, wirklich auch hier, dass du da gut durchkommst oder wie auch immer. Also muss man wirklich dann gucken, ne? Aber ich versuche es immer so zusammenzubringen, dass es dann wirklich auch zusammenpasst. Und es gelingt mir normalerweise auch. Ja. Es ist nie so, dass es total auseinanderklafft. Also, dass jetzt die Karte, die da liegt, komplett anders ist als das, was meine Intuition mir sagt. Und wenn es mal so ist, dann kriege ich es trotzdem zusammen. Also, und ich trenne das dann auch nicht so klar. Ich sage das ihm schon, also ich sage dann schon, also in den Karten liegt es jetzt so, aber wenn ich alles andere im Gesamtbild sehe und meine Erfahrung, auch ich bin auch sehr auf meine Erfahrung in meine Kartenlegung ein, gar nicht unbedingt so jetzt Intuition, sondern wirklich meine Menschenkenntnis. Also wenn es um das Thema Männer und Frauen geht zum Beispiel, was ja ein Hauptthema beim Kartenlegen ist, warum sollte ich da auf meine ganze Erfahrung verzichten, die ich habe? Im Gegenteil, also die geht mir unheimlich weiter, da brauche ich dann auch gar kein Channeln oder so. Ne? Da ist der gesunde Menschenverstand oft der beste Ratgeber, ne? Ja, also ich bin ja nicht von der Tarotverbandspolizei, aber ich sehe jetzt auch nicht, wie du jetzt da den Richtlinien des Tarot e.V. widersprochen hättest. Für mich ist das alles noch im Genau, grünen weil du Bereich. meintest, im Verein war das halt lieber gesehen, dass man halt psychologisch deutet und dass ich damals schon so ein bisschen Probleme hatte, weil ich halt auch anders war, ne? Aber Ja, wobei aber nicht in ich unserem sag immer, Kodex steht, was dass du machst. wir, also im Kodex steht ja nicht, dass wir psychologisch deuten müssen. Wir müssen nur das, was wir sagen, aufgrund der Karten belegen können. Ne? Das ist ja eigentlich mehr Das so. kann ich immer. Ja, ich auch. Nein. Immer. Lass uns doch noch mal, also Intuition ist, glaube ich, klar. Channeling hast du angesprochen. Ne? Da geht es dann um Kontakte mit verschiedenen Wesensheiten. Also es können Spirits sein. Du hast auch die Verstorbenen angesprochen. Du hast angesprochen dein höheres Selbst und dass es auch schwierig ist, das zu unterteilen. Also das sind ja auch alles Dinge, die man so aus dem Channel-Bereich kennt. Ich habe damit auch persönlich jetzt keine Probleme. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist das Thema mit Verstorbenen. Einfach weil ich, wenn ich mir dann vorstelle, dass wir alle reinkarnieren, dann, also ich persönlich muss gestehen, das sage ich jetzt mal, ich glaube nicht an Reinkarnation, aber jetzt ist dein Ton weg, guck mal, jetzt soll keine Nachricht mehr durchkommen. Aber jetzt kam der Ton wieder. Also Jetzt wohl weiter. was ich damit sagen will, ist, wenn wir reinkarnieren, wo kommen die Verstorbenen her? Die müssen ja wieder auf der Welt sein. Das ist immer was, was ich bei den spirituellen Lehren nicht so zusammenkriege. Kannst mir da was drüber sagen? Also, wenn du nichts weißt, ist auch okay, bloß das würde mich interessieren. Ich würde es vielleicht, also ich habe da, weißt du, das ist diese ganzen Themen wie Channeling und auch Jenseitskontakte und so, das ist für mich alles sehr theoretisch und hypothetisch, das wissen wir halt nicht. Also ich bin so ein Mensch, also obwohl ich bestimmt auch sehr abgehoben sein kann, ich bin sehr bodenständig. Ich benutze sehr oft meinen gesunden Menschenverstand, viel öfter als das andere. Und deswegen, man weiß halt nicht, ob es so ist, ne? Aber was ich sagen kann aus meiner eigenen Praxiserfahrung ist,
dass ich nicht selten Dinge gesagt habe, also Sätze zum Beispiel, die mir auch so gekommen sind und die ich auch zum Beispiel mit einer männlichen oder weiblichen Stimme gehört habe, von der ich nicht wusste, wer ist es. Aber dass dann die Person mir wirklich mit Tränen in den Augen, also vor mir saß und gesagt hat, das ist Wahnsinn. Also genau so, genau diesen Satz auch, genau denselben Wortlaut, das hat mein verstorbener Vater oder meine verstorbene Mutter auch schon zu mir gesagt. Und es ist, ich bin ja total dankbar, dass du mich nochmal daran erinnerst. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir uns dieses Channeln als ein oder diese Wesenheiten, dass wir uns die direkt so als eine Wesenheit vorstellen, sondern es ist eigentlich eher auch ein Wissen und ein Wissensfeld, aus dem wir Informationen nehmen. Und dafür muss dann dieser Verstorbene, diese Seele oder sowas, ne, was auch immer, das müsste dann halt auch gar nicht anwesend sein, sondern es ist einfach das, ein Energiefeld, was diese Person geschaffen hat. Ne? Und das existiert auch noch nach dem Tod. Ja, es ist halt so. Alles, was, also es geht nichts verloren. Ja, auch nicht das, also selbst wenn wir die Dinge nicht sehen, es geht nichts verloren. Alles ist irgendwo gespeichert in der, ich sag jetzt mal Matrix. Und es gibt eben Menschen, die das abrufen können. Und ja, und das ist das, was man dann tut, würde ich sagen. Also, aber dass man da jetzt ganz konkret mit dem Verstorbenen redet, der dann wie so eine Gestalt, so eine unsichtbare Gestalt vor einem steht, also das, so stelle ich es mir nicht vor. Und so empfinde ich es auch nicht, sondern wirklich eher als dieses Wissen anzapfen, also Energiefeld anzapfen und dann die Informationen holen, die nötig sind. Ja, also Oder das, bekommen. damit kann ich mir schon eher, kann ich eher was anfangen, dass ich stelle mir das so vor, dass manche Menschen schreiben ein Tagebuch, andere Menschen haben halt bestimmte Dinge, die sie hier auf der Erde lassen, in welcher Form auch immer, und man kann da reingreifen und das in irgendeiner Weise verbalisieren. Ja, das kann ich mir so ganz gut vorstellen. Die Marion hat geschrieben. Danke, Marion. Die spirituellen Lehren würden, Lehrer würden dir, nein, die spirituellen Lehren würden dir antworten, dass nicht alle Seelen permanent inkarniert sind. So habe ich das jedenfalls verstanden. Als wenn die Seelen zwischen den Inkarnationen Pause oder Homeoffice hätten. Aha. Ja, okay, das mag Das muss sein. ich halt mal fragen, wie kann das sein? Ich meine, früher, wenn man jetzt mal von diesem Reinkarnationsgedanken ausgeht, ich meine, früher gab es gar nicht so viele Menschen auf der Erde, ne? Und also, wo kommen die ganzen Neuen her auch, ne? Also die Neuen, also wie soll ich das erklären? Also Ja, überhaupt ich verstehe schon, was du sagst. neue Seelen her und wo, ja klar, dass dann halt, wenn mal welche übrig sind und dann mal nicht inkarnieren können, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Außer, dass sie dann vielleicht hier rumschwirren würden oder so, was vielleicht auch nicht so eine angenehme Vorstellung ist. Aber so, da hakt auch vieles an diesen ganzen Theorien, ne? Das leuchtet mir nicht so ein. Andererseits muss ich sagen, dass ich schon in meinem Leben oft Begegnungen hatte mit Menschen, wo ich behaupten würde, die kenne ich auch aus einem früheren Leben, also ganz klar. Da gibt es einfach so eine krasse Verbindung zwischen mir und diesen Menschen, also dass man sich einfach nicht jetzt erst kennengelernt hat, ne? Sondern dass ich zumindest die Seelen schon kenne. Vielleicht auch schon lange kennen und wer das schon mal erlebt hat, der zweifelt da auch gar nicht mehr dran. Aber erklären kann ich es ja trotzdem nicht. Ich kann es dir nicht beweisen oder erklären, dass es so ist. Ne? Vielleicht gibt es auch eine andere Erklärung als frühere Leben für. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass es das nicht gibt. Ich habe da, also es ist für mich A nicht wichtig. Ja, ich finde es total unwichtig, weil es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu sein und nicht sich zu überlegen, was ich mal mit irgendjemandem hatte. Ich persönlich finde, ich finde es total hinderlich, gerade beim Kartenlegen, wenn Menschen daran glauben, weil sie sich dann mit diesen dämlichen Pseudokarma-Verstrickungen aufhängen, anstatt mal nach vorne zu schauen. Also Zwillingsseelen und so und sich dann halt dann in irgendwelchen Beziehungen festhalten, zum Beispiel, die wirklich auch einfach nur total schädlich sind, als Genau. Beispiel. Das ist ein gutes Und Beispiel. ja, und deswegen Ja. versuche ich da auch nie drauf einzugehen, weil die meisten Leute sich da so selbst ein Bein mitstellen. Und je mehr ich das getan habe, umso weniger habe ich überlegt, umso weniger habe ich dann gedacht, wozu brauche ich den Scheiß eigentlich? Es ist ja wichtig, irgendwie jetzt wirklich sich hier wohl zu fühlen. Und das ist jetzt eigentlich meine Haltung dazu. Ich habe natürlich auch schon oft Erfahrungen gehabt, wo ich dachte, boah, die Person, die ist mir total vertraut, die verstehe ich total. Hatte ich auch mit dir, liebe Melanie, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben da auch viel drüber philosophiert, das weiß ich noch. Aber ja, irgendwie ist es nicht mehr so, ja, es nimmt keinen Raum mehr in meinem Leben ein. Aber ich beschäftige mich halt damit, weil es so viele Menschen beschäftigt, die sich mit Kartenlegen beschäftigen. Ne? Genau, das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt mich damit auseinandersetze, weil für mich ist es
Also diese Intuition, die ich jeden Tag auch bei so alltäglichen Sachen, ne, also bei Einkäufen oder so habe ich das auch. Also oder auch dieses Channeln bei Beratung. Ich würde auch, ich meine, jetzt im Live weiß es dann jeder, aber sonst, ich hänge es halt gar nicht an die große Glocke oder so, ne? Weil ich kann das nicht immer gewährleisten. Und entweder ist es da oder nicht, wenn du Glück hast, ist es da, aber du kannst auch Glück haben, es ist nicht da und ich mache dir trotzdem eine super tolle Kartendeutung. Also von daher, und ich will halt nicht, dass da so ein Anspruch drauf entsteht. Und das ist das Ding. Und für mich ist es so normal irgendwie. Also ich beschäftige mich jetzt nicht mehr, ich zweifle da gar nicht dran oder beschäftige mich da jetzt noch mit irgendwelchen Theorien. Es ist mir auch egal, was irgendwelche spirituellen Lehren oder so sagen, sondern ich bin einfach damit und es hilft mir und anderen Menschen. Und das ist für mich die Hauptsache. Und vor allem auch, wie du sagst, im Hier und Jetzt. Also, weil selbst wenn ich irgendwann mal in einem früheren Leben mit irgendeiner Person zu tun hatte und jetzt halt so eine ganz krasse Verbindung mit dieser Person spüre, dann ist das Frühere im Prinzip trotzdem egal, weil alles wird sich im jetzigen Moment zeigen, was noch wichtig ist für uns beide oder für diese beiden Menschen dann. Und ich muss jetzt das Problem lösen, was ich mit der Person vielleicht damals schon hatte. Deswegen ist es im Prinzip dann auch wieder wurscht. Ja, ich habe hier nebenher nochmal gesurft. Also die Leute kommentieren schön. Vielen Dank. Die Susanne hat noch geschrieben, dass sie anhand der Karten entwickelt sich meistens meine Intuition und bleibt im Allgemeinen auch bei den Karten. Bei mehrdeutigen Deutungen spreche ich auch andere Varianten an, aber meistens trifft dann im Endeffekt die intuitive Deutung zu. Also das, was wir vorhin gesagt haben, das bestätigen auch andere. Was ich noch ganz interessant finde, ist der Aspekt der weiteren Hilfsmittel, den Petra anspricht. Sie meint, dass sie außer Tarot auch andere Tools benutzt. Sie beschreibt hier die systemische Aufstellungsarbeit oder Kunsttherapie. Ich glaube, auch das ist etwas, was inzwischen, das war vor 10 Jahren auch nicht so, ne? Da hat man wirklich so rein Tarot gemacht, was die meisten Menschen inzwischen machen. Wir mixen ja auch die verschiedenen Karten inzwischen, ob das nun Orakel oder Tarot sind oder so. Und findest du da, gibt es da Tools, von denen du denkst, die sind besonders gut geeignet, um noch die Intuition besser zu entwickeln oder mit Channeln irgendwie weiterzukommen? Also, da muss jeder wirklich so seinen Zugang finden. Also, da kann ich jetzt gar keine, wie soll ich sagen, habe ich jetzt irgendwie, bei dem einen ist es vielleicht das Pendeln oder so, bei dem anderen ist es dann jetzt, weil du gesagt hast, Kunsttherapie. Oder irgendwelche Beratungstechniken, ganz normale Beratungstechniken, die man irgendwann mal im Studium erlernt hat oder so. Oder anderen hilft es, wenn sie irgendwie einen Stein da neben sich, einen Halbedelstein neben sich liegen haben, der besondere Kräfte hat und so. Also das ist mir im Prinzip, also wurscht, wie man das macht. Ich glaube halt viel mehr, also was ich glaube, ist halt wirklich, wenn man das verstärken will, dass man es einfach trainiert. Das ist wie mit allem. Training ist wichtig, dass man es immer wieder anwendet. Und dass man sich eben entspannt, dass man lernt, dass man seine Methode findet, wie man sich dann entspannt. Und dann ist es im Prinzip egal, welche Hilfsmittel man benutzt. Also, und das Wichtigste ist, glaube ich, dass es was ist, mit dem man sich komplett identifizieren kann und das einem richtig Spaß macht. Also dieses Hilfsmittel, was man nimmt, das sollte auf jeden Fall auch Spaß machen, sollte Freude machen, ne? Und weil dadurch entspanne ich mich auch wieder und dadurch werde ich auch kreativ und dann kann ich auch wieder eine gute Tarotdeutung machen. Der Gerold schreibt dazu jetzt gerade, verbinde Meditation mit Tarot. Hast du es Habe gehört? ich jetzt nicht Verbinde Meditation mit Tarot, schreibt Gerold. Ne? auch machen. Also das passt natürlich auch sehr gut. Und ja, ich freue mich, dass ihr da draußen alle so rege heute mitmacht. Das ist anscheinend ein Thema, das euch gefällt. Das freut mich. Ich glaube, wir werden noch mal ein paar solche Dinge machen. Melanie, wir sind jetzt 40 Minuten unterwegs. Ich glaube, wir haben so ziemlich einiges gesagt. Möchtest du noch irgendwas? Ja, ich gucke mal gerade auf, ich hatte mir auch was Genau, aufgeschrieben. Ich noch gucke was Wichtiges mal. loswerden Ja, willst? ich glaube, ich hatte das Wichtigste gesagt. Du weißt ja auch, was ich mir vorgenommen hatte zu sagen. Also, ich habe mich ja für dieses Thema entschieden, weil ich wirklich finde, dass wenn ich jetzt auch so durch die Facebook-Seiten von Kartenlegern surfe oder mir Videos von anderen ansehe und so, dass es wirklich inzwischen gang und gäbe ist, viel mehr über die Intuition zu reden beim Kartenlegen, aber auch über das, was man glaubt, was aus anderen Kanälen kommt und das mit einzusetzen. Und ich frage mich, das ist jetzt so, was ich noch so mal in den Raum stelle, ob das auch was damit zu tun hat, dass wir jetzt schon seit Ewigkeiten Neptun in den Fischen haben,
dass diese Qualität immer stärker wird. Und bin sehr gespannt, was für Kartenlegungen gemacht werden, wenn Neptun aus den Fischen raus ist und dann in den Widder geht. Wenn man in den Wassermann reingeht, vielleicht müssen wir dann gar nicht mehr, können wir einfach nur noch telepathisch kommunizieren oder Der so. Neptun war ja schon im Wassermann vor einiger Zeit. Das war die Zeit, als Uranus in den Fischen war und Neptun im Wassermann. Da hatten wir ja diese, ja, das war so vor, ja, Anfang des 2000 ungefähr. Kürzen, ich muss dich da korrigieren, das kann nicht sein. Und zwar deswegen, weil, warte mal, stopp mal. Was, ach nee, klar, der Neptun, der ist ja, der kommt ja aus dem Wassermann, ja logisch, der ist ja jetzt im Fisch, der war ja schon die ganze Zeit im, wie komme ich denn da rauf? Nee, ich wollte sagen, es ist mal spannend, was passiert, wenn der Da in hat den jetzt Widder. wahrscheinlich eine falsche Entity zu dir gechannelt. Stimmt, ich weiß noch, wie der Neptun, da war der auf meinem Mond. Das war total Ja, ich grauenvoll, entsinne ja. mich Da an gab es diese nur noch so Zeit. Träume gehabt. Einfach verwechselt, also Wassermann und Widder, ja. Das sollte man nicht, aber Wie du ja. hinterfragen kannst, dass ich mit irgendwas nicht recht habe. Ich bin wirklich schockiert. Ich glaube, ich wollte dich einfach mal widersprechen, Kirsten. Das ist total in Ordnung. Petra Ja, schreibt, dass sie das sonst kann einen ich sehr nicht. schönen Talk findet. Und ja, ich muss sagen, auch wie gesagt, Melanie und ich, wir sehen uns wirklich gar nicht mehr groß. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass wir uns nicht mögen, sondern dass wir beide so anstrengende Leben haben. Und immer wenn ich mit Melanie rede, finde ich das total toll. Ja, es geht mir genauso. Genau, und wir werden das wiederholen. Ja. Aber bisher hat jetzt niemand mehr noch weitere wichtige Fragen, glaube ich. Und von daher denke ich, dass wir das für heute beenden. Und ja, ich fand das total spannend. Ja, ich auch. Wann hast du mir Bescheid gesagt? Vor 2 Tagen oder so, ne? Das ist, Das glaube ich, war schon etwas länger her. Ich glaube, ich habe dich vor einer Woche gebeten, das zu tun. ja. Die Zeit immer so krass, also. Ja, wir werden älter, Ja. da geht die Zeit schneller vorbei. Ne? Das habe ich gerade durch ein wissenschaftliches Video meines Sohnes erfahren, warum alte Menschen schneller in der Zeit sind als junge Menschen. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das macht mich aggressiv. Okay. Gut, Kirsten, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und Ja. wenn du wieder was hast, sprich mich an. Ich bin auch, stehe auf jeden Fall zur Verfügung. Da freue ich mich ganz doll drüber. Gerne, Wir gerne. haben, Ja. ja, wie ich sehe, hier auch alle sagen vielen Dank für das interessante Gespräch. Du kannst dir die Kommentare später noch angucken. Nächsten Freitag bin ich wieder online. Ich weiß gerade nicht mit wem, aber ich weiß, dass ich ein volles Programm habe. Bin jetzt bis Dezember gut eingedeckt. Also ihr werdet weiter Talks haben und mit Melanie werde ich dann wieder nächstes Jahr reden. Sei denn, es fällt jemand aus, ich bin ja auch immer sehr spontan, dann kannst du mir auch gerne spontan Bescheid sagen und Genau, so machen wir das. doch schon von der Seite, ne? Ja, auf Gut. jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Habt noch ein tolles Wochenende und genießt die Zeit, ne? Tschüss. Ciao, bis dann.